Moin Moin, du bist im Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und ich wollte euch wieder zum alljährlichen Raclette-Essen an Silvester einladen. Viel Spaß mit dem Video. Ja, was gibt's denn für euch in dem Video? Zuerst mal, wenn wir ein bisschen Raclette machen, ich werde euch ein bisschen zusammenschneiden, erzählen, wie man denn überhaupt so ein Raclette draußen ein bisschen machen kann. Ja, wir werden uns das auch schmecken lassen und dann schnacken wir nochmal so von Face to Face ein bisschen darüber, wie das Jahr war und was so im nächsten Jahr passieren wird. Aber erstmal die Anleitung zum Kochen. Das Raclette, Wasser zum Kochen, Käse, einen Topf, Gaskocher, Schinken, ein Feuerzeug, Besteck und nochmal Wasser. Wir packen erstmal das Raclette entspannt aus und fügen die Kerzen unten ein, die später den Käse warm machen sollen. Danach packen wir ein bisschen Schinken auf die kleine Pfanne, da kommt dann später der Käse oben drauf. Außerdem brauchen wir noch Kartoffeln im Topf. Schön Wasser reinfüllen, auf eure Feuerquelle stellen, ihr könnt auch was anderes als einen Gaskocher nehmen. Den Deckel drauf und alles durchkochen. Guckt euch das an, Outdoor Raclette, der Käse blubbert ein bisschen. Das werden wir uns jetzt auch nicht schmecken lassen, ne? Danke übrigens nochmal für das kleine Geschenk, das Besteck. Ne? Sehr nützlich und habe mich super drüber gefreut. So, meine lieben Freunde, hier im Hintergrund hört man schon die ersten Silvesterkracher, wo es noch nicht ganz Silvester ist. Ja. Wir haben noch ein bisschen vorher das gemacht, weil wir an Silvester ein bisschen was anderes machen wollten. Ich wollte mal eine Runde mit euch schnacken, so zum Jahresende. Habe ich einfach immer mal Lust drauf, so ein bisschen zu gucken, was ist so passiert, was ist so vorgefallen, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. An dieser Stelle würde mich auch tatsächlich ein bisschen professionelles, konstruktives Feedback von euch einfach mal interessieren. Ja? Nicht so jetzt zu einem bestimmten Video, sondern so allgemein. Ja? Findet ihr irgendwie ein paar Einstellungen, könnten dieses oder jenes, ja? Wenn ihr da mal eure Meinung reinschmeißen wollt, da hätte ich Lust drauf. Ja? Können wir uns ein bisschen auseinandersetzen, müsst ihr aber nicht machen. Ja? Ein paar Neujahrswünsche finde ich auch schon ganz schön. Ja, was ist dieses Jahr so vorgefallen? Also die großen Sachen waren natürlich zum Beispiel der zweite Teil vom Westweg, der sehr geil war, der auch gut angekommen ist, muss ich sagen, bei euch. Ja. Ich glaube, wie viele Videos waren es im Endeffekt? Ich glaube, 7 Videos. Und die sind insgesamt, ich glaube, deutlich über oder an die 10.000 bis über 10.000 Mal geklickt worden. Das ist schon, also das Interesse ist da, das finde ich gut. Ja. Ein paar gute Ausrüstungsvideos habe ich dieses Jahr auch noch gemacht. Dann meine Harztouren, die sind auch gut angekommen. Also ja, was ich versuchen werde zu ändern im Gegensatz zum letzten Jahr, ist die große Sommerpause. Da bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als kleinere Sachen vielleicht mal vorzudrehen und dann nach und nach rauszugeben, weil ich bin halt dann im Sommer teilweise 3 bis sogar 4 Wochen war ich letztes Jahr komplett weg von zu Hause. Ja? Also gar nichts. Ja? Ich war halt nicht mal irgendwie annähernd zu Hause oder sonst irgendwas. Und da muss ich ein bisschen für sorgen, dass mir die Motivation oben bleibt, ja, und dass auch einfach Videos schon vorher da sind, damit ihr nicht so lange alleine bleibt, ja, sozusagen. Was werde ich noch machen? Ich habe geschenkt bekommen ein Survival-Buch und witzigerweise wollte ich mich sowieso ein bisschen mehr mit Survival beschäftigen. Klar, als Bushcrafter, das habt ihr auch in meinem Video Was ist Bushcraft gesehen, hat man ja in dem Sinne schon leichte Survival-Skills, ja, also wie man ein bisschen Feuer macht, auch unter widrigeren Bedingungen, wie man es entfacht, bla 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 bla. Ja, Bartoning ist ein Stichwort, auch wenn man das vielleicht nicht immer braucht, aber zum Beispiel im Harz, ja, habe ich es gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich kein Holz mehr sonst irgendwie gefunden, zumindest kein vernünftiges Holz. Und ja, damit werde ich mich beschäftigen und ich werde da viele Videos, denke ich mal, machen und ich möchte daraus auch ein kleines Format machen, ja, weil wir das ganze Jahr teilweise mal ein bisschen zusammen erkunden werden. Ja. Ich weiß, der ein oder andere von euch hat schon ein paar Survival Skills, mehr als ich deutlich. Ich muss sagen, ich sehe mich nicht besonders erfahren im Survival-Bereich, aber ich habe Lust zu werden. Ja. Auch weil ich immer längere, immer härtere Touren angehen möchte, ja, auch deutlich im Ausland und solche Geschichten. Und da finde ich das ganz nützlich und dann können wir das als kleine Videoreihe ja zusammen uns angucken. Ja.
Was ich noch nicht ganz verworfen habe, was ich aber auch nicht weiß, ob das jemals kommt, ist Lost Places. Ich werde mal demnächst mir zwei Leute schnappen oder so und dann einfach mir mal Lost Places angucken, ohne zu filmen, ja, ein, zwei, und dann einfach gucken, ob für mich, ob das was ist, was mir Spaß macht. Und wenn es mir Spaß macht, dann überlege ich mir nochmal, ob ich daraus Videos mache. Ja. Das ist aber halt eine komplette Was-wäre-wenn-und-überhaupt-Frage und sowieso. Ja, das sind so die Sachen. Manche von euch werde ich ja auf dem 4. internationalen Bushcraft Survival Treffen im Januar sehen beim Jens. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, muss ich sagen. Bei Tripsi hat es mir auch schon Spaß gemacht, einige von euch zu sehen. Und ja, da werden wir uns dann bestimmt nochmal sehen. Und ansonsten möchte ich auch mehr Bushcraft Treffen unterm Jahr angehen. Ja. Im Sommer ist das halt schwierig bei mir wegen Mittelalter. Aber ich werde mich da mal umgucken, dass ich nicht nur an zwei Bushcraft Treffen teilnehme, sondern es mehr werden halt einfach, genauso wie Wanderung, ja. Die Ausrüstung, die Erfahrung stimmt halt mittlerweile einfach. Das heißt, das besser zu organisieren. Unterm Strich, ne? Insgesamt kann man am Ende sagen, nächstes Jahr noch mehr Outdoor als jemals zuvor. Und das ist halt einfach das, was ich machen möchte. Und dabei werde ich immer mehr filmen. Ich werde immer mehr darauf achten, noch alles besser zu machen mit dem Film. Ja? Das ist mir immer ein gewisser Anspruch. Ich weiß, manche stört das nicht, wenn mal das Bild ein bisschen dunkler ist oder kriselt oder sowas und solche Geschichten. Aber mich stört das halt dann schon. Da werde ich auch noch viel dran arbeiten im nächsten Jahr. Ja? Habe ich auch Bock drauf. Ich muss sagen, mir geht es an sich ganz gut. Ja? Also bei mir läuft alles. Klar, gibt es mal hier so kleine Nervereien, aber ein bisschen Nervereien im Leben hat ja jeder von uns. Ne? Das mit dem Hund hat leider nicht geklappt. Da möchte ich auch gar nicht anfangen zu reden, sonst rede ich mich in Rage. Ja, habe ich gar keine Lust drauf, mir gerade die Stimmung zu verderben. Das hat mit dem Vermieter zu tun. Naja, und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle wünsche ich euch schon mal ganz tolle neue Jahresvorsätze, ein ganz tolles neues Jahr. Ich muss sagen, das Jahr 2017 hat mir sehr gefallen. Es war ein extrem schönes Jahr für mich. Ja. Ich hoffe für euch auch. Es war für mich auch ein Jahr der Erfahrung, ja, ein Jahr des Ausprobierens und ein sehr freies Jahr. Und ich hoffe, das nächste Jahr wird noch mehr Erfahrung, noch mehr Skills sozusagen, ja, und noch mehr Anspruch auch an mich selber. Und dabei aber immer Spaß zu haben, über sich selbst hinauszuwachsen. So, das ist mein Ziel, ja, über mich selbst hinauszuwachsen, mich weiterzubilden. Ja, nicht nur einfach Outdoorer zu sein, sondern ein Experte in dem Gebiet irgendwann mal mich nennen zu können oder zumindest in die Nähe von einem Experten zu kommen. Ja. Das wäre so mein Ziel. Und ich glaube, ja, damit habe ich mir ein sehr umfangreiches Ziel fürs nächste Jahr gesetzt. Und ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Ja. Schreibt mir doch mal einfach rein, was ihr noch so am nächsten Jahr wollt. Bestimmte Touren zum Beispiel. Ja. Habt ihr mal vor, diese und diese Tour zu laufen oder sonst irgendwas? Vor allen Dingen würde mich das interessieren, weil ich dann auch mal mit euch zusammen wandern kann und solche Geschichten. Ja. Also da habe ich auch Lust drauf, habe ich beim Westweg schon gemerkt, dass Arthur einen Tag da war. Das hat mir sehr gefallen und ich werde das mal wieder ankündigen, also Touren früher ankündigen sozusagen, dass auch mal jemand dazustoßen kann, wenn er Lust hat. Ja. Da habe ich einfach Bock drauf. Und ja, das wird so im nächsten Jahr kommen. Ich werde jetzt erstmal mit meiner Frau noch ein bisschen den Käse genießen. Ja, der Gaskocher hat uns ein bisschen verlassen. Ich muss mir anscheinend einen neuen besorgen. Passiert halt, ne? Ausrüstung muss ab und zu mal ausgetauscht werden, weil sie kaputt geht draußen. Ich werde mich da mal ein bisschen schlau machen. Ich wünsche euch einen frohen Neujahrsanfang. Ja, ich hoffe, die kleine Anleitung zum Raclette draußen kochen hat dir gefallen. Letztes Jahr haben wir auch schon Raclette draußen gemacht. Das wird zu so einem kleinen Art Ritual. Und hier findest du dann das letzte Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine Videos mehr. Und wir sehen uns dann bei den nächsten. Und viel Spaß im neuen Jahr. Bis dahin. Tschüss, tschüss.